Es regnet in Strömen, mein Motor qualmt. Ich finde den Lichtschalter nicht, geschweige denn das Motel. Und mein Beifahrer schweigt sich aus. Und damit herzlich willkommen zurück zu Jalopy. Wir haben jetzt den Wagen zusammengebaut und ich weiß immer noch nicht, ob er läuft. Wir wollen mal gucken. Er hat gesagt, er wartet drin. Ich habe die Sachen in den Kofferraum gepackt. Sieht gut aus. Es fliegt bestimmt quer durch die Gegend, wenn ich gleich fahre. Obwohl, das Ding ist eh nicht so schnell. Wir machen auf jeden Fall das Licht aus, denn Strom kostet Geld. Auch hier. So, ich klicke mal aufs Lenkrad. Oh ja, sehr schön. Okay, bevor wir losfahren, lass uns mal die Sachen ein bisschen genauer ansehen. Hier haben wir die Bedienungsanleitung. Oh, wie schön. Die hat doch kein Mensch gelesen. Da stehen die grundlegenden Dinge drin. Wer von euch hat bitte das Bedienungsheft seines Autos gelesen? Ich hab's gelesen. Mir war langweilig im Stau. Normale Übersicht. Oh mein Gott. Oh, du kannst die Seite wechseln. Bla. Okay. Verehrter Leica-Fahrer. Verehrter Leica-Fahrer. Der Rest ist auf Englisch. Egal. Es ist in Ihrem Interesse, dieses Betriebsheft nicht zur Seite zu legen, aber es sondern es durchzulesen, damit sie bekannt werden mit ihrem Fahrzeug. 1957 hat die Sowjetunion ihre wahre Größe gezeigt, indem sie in die Luft geflogen ist. Nein, ins Weltall geflogen ist. Heute erinnern wir mit dem Namen Leica daran. Und sie haben jetzt ihren ganz persönlichen Leica, ihr neues Auto, mit diesem besonderen Namen, soll für immer in einer würdigen Partnerschaft mit ihnen sein. Diese Bedienungsanleitung beinhaltet Informationen, die helfen und ihnen Anweisungen geben, egal auf welchem Weg, den sie mal... Ich werde das später übersetzen. Das wird zu blöd. Leica Automobile Zwickau. Oh, ich kann ranzoomen, das ist gut. Hätte ich jetzt aufgepasst? Ach, da oben. Wir sehen uns das später an. Legen Sie erstmal Seite. Schön, das steht erstmal am Anfang. Legen Sie das nicht zur Seite. So, der legt erstmal zur Seite. Man zieht erstmal Tür zu, wird kalt hier. So, hier haben wir die Karte. Das ist nämlich viel wichtiger. DDR. Das ist wirklich wichtig. Das wird dir nämlich sagen. Oh, guck mal. Oh, wir sind tatsächlich in der DDR. Welche Route wir nehmen? Können wir rüber machen? Ich glaube, es kommt später. Wie du sehen kannst, unser erstes Ziel, das CSFR. Grenze. CSFR, das ist Tschechische Republik. In der Nähe von Dresden. Dresden. Route 1, nein. Route 2 ist cool. Route 3 ist schlecht. Es regnet. Ja, es regnet. Gut, es hat die Tür geschlossen. Wenn eine Route erstmal ausgewählt ist, sind wir dazu gezwungen, sie zu fahren. Ja, so läuft das hier im Osten. Ja, ich kann umblättern, indem ich hier oben draufklicke. Das kannst du dir später angucken. Schließ das erstmal. Ja, der Meister ist zuversichtlich. Wir stecken das hier alles schön in die Tür. Schlüssel. Ja, gib mal her. Oh, jetzt habe ich deine Tür geöffnet. Es tut mir leid, mach die Tür wieder zu. Ich kann sein Fenster auch gucken. Nein, Tür zu. Tut mir leid, lieber Beifahrer. Ich glaube, dein Fenster ist kaputt. Guck mal, meins geht. Achso, ich muss nur einmal draufklicken. Ich habe kein Recht, ein Fenster zu öffnen. Jetzt guck mich nicht so vorwurfsvoll an. Was willst du mir? Schlüssel. Achso. Dankeschön. Gut. Schlüssel. Hauen wir da mal rein. Der Tacho geht bis 120. Das ist ein Karma. Schade, dass wir mal. Er läuft. Okay. Wow. Er springt sogar ganz gut an. Ich hörte ehrlich gesagt den Regen mehr als den Motor. Das habe ich nicht erwartet. Und so beginnt unsere Reise. Lass uns nach Dresden fahren. Hat jemand aufs Schild geguckt? Wir fahren auf den Autobahns für den ersten Teil. Sollte es eine Chance geben, ein Gefühl für den Leica zu bekommen. Was mit Radio? Das ist Warnblinker, das werden wir noch brauchen. Oh, hier Radio. Oh, ich bin die Wand gefahren. Ich glaube, das war ein Zigarettenanzünder. Ja. Ich rauche aber gar nicht. Oh. Mach mal einen Blick aus, wir wollen nicht angehalten werden. Okay. Ich sollte ein bisschen mehr... Ich hätte mir die Tasten vorher angucken sollen. Wo sind die Scheibenwischer? Da.
Ah, guck mal hier. Mit Scheibenmischer. Ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht geschützt oder so, sonst muss ich die tatsächlich rausschneiden. Da vorne ist ein Panzer. Hier, guck mal. Das ist... Wow, das Kreis vergeltert. Wir sind auf der Autobahn. So, Richtung Dresden. Hier steht nichts. So, wie lang müssen? Gucken wir mal auf die Karte. Aber die Karte, das war ja auch keine wirkliche Karte. Jetzt ist das Radio wieder aus. Nee. Es gibt nur einfach keinen Sprecher. Sei vorsichtiger. Ja, ich glaube, wir müssen wirklich auf den Wagen aufpassen. Das ist hier nicht GTA oder so. Kannst nicht einfach einen neuen klauen. Was ist das? Oh, das ist Fernlicht. Das ist der Scheibenwischer. Warnblinker, verheizte Heckscheibe, das ist Licht. Ich glaube, das geht von selbst. Ich hoffe. Zigarettenzünder ist fertig, das ist schön. Das ist Radio, das ist Uhr. Da vorne ist Bedienungsheft, Karte. Ich weiß nicht, was das ist. Das hat er mir nicht gezeigt. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo wir losgefahren sind, wenn wir jetzt nach Dresden fahren. Oh, warte, der Scheibenwischer aus. Ist immerhin im Tunnel. Ja, das ist der Roadtrip Simulator 1990. Scheibenwischer aber wieder anmachen. Aber ist schön. Was ist das? Das ist ein Schild. Berlin? Ist Berlin die richtige Richtung? Oh! Ich glaub, wir fahren in die falsche Richtung. Wir müssen auch auf unsere Tankanzeige achten. Uff. Ja, ich fahre abseits der Autobahn, ich weiß, aber in deiner Autobahn sind doch Kreisverkehre, also, ja. Berlin ist nördlich. Dresden ist doch eher so südöstlich. Oder? Mal gucken, ob hier nochmal ein neues Schild kommt. Da stand... Oh ja, da stand Dresden. Ich soll vorsichtiger sein. Ist auch ein bisschen schade, dass es das Spiel jetzt nicht auf Deutsch gibt. Immerhin ist meine halbe Bedienungsanleitung, oder zumindest die Überschrift meiner Bedienungsanleitung, auf Deutsch. Der Trabi ist von innen genauso eckig und pixelig, wie ich mir das mal vorgestellt habe. Ich sehe diese Turbine an den Decken, in den Tunneln. Dass es die 1990 schon gab, wusste ich nicht. So, nächstes Schild nach Dresden. Soll mir das ein allgemeines Gefühl vom Osten geben hier mit dem Regen? Oder hört das auch mal wieder auf? Da vorne ist wieder der Panzer, das bedeutet, das ist ein Kreisverkehr. Im Kreisverkehr stehen keine Schilder. Wir kamen aus der Richtung. Von da kamen wir. Dann fahre ich jetzt einfach mal hier rechts. Da war doch noch eine Ausfahrt, oder? Gibt es jetzt nur noch die zwei? Warte mal, eine? Seite des Panzers, eine andere Seite des Panzers. Okay, es gibt nur die eine Richtung. Hab ich da gerade einen anderen Motor gehört oder was mein eigener? Qualmt da was? Ich bieg mal hier ab. Ich glaube zwar von hier kommen. Ist das Qualmen gut? Ich glaube nicht, dass das Qualmen gut ist. Ich werde ein bisschen der Strecke Mitte mitfahren. Wir fahren Richtung Dresden, damit wir die Grenze überqueren können, die Tschechische Republik. Nein, warte, das ist nicht richtig. Haben sie nicht neulich den Namen geändert? Das war... Ja, jetzt ist die Geschichtskenntnis gefragt, er sagt es uns nicht. Wie hieß die Tschechische Republik plötzlich 1990? Also vor der Wende noch, wir sind ja am schließlich... Juni? Soll ich anhalten, weil der Motor qualmt? Nee, es regnet, ne? Ach ja, die Tschechische und Slowakische Republik. Das ändert natürlich viel. Was? 40 Jahre, jetzt fällt eine Mauer um und sie ändern sie ihren Namen. Also ist die Wende doch schon geschehen? Hä? Wieso habe ich eine Karte von... von der DDR? Ich hoffe nicht, dass wir Probleme kriegen, rüberzukommen, weil sie das nicht mehr sozialistisch sind. Ich bin sehr, sehr, sehr beunruhigt. Ist jetzt noch Juni oder... Oder ist jetzt die Mauer schon gefallen? Also das gefallene Motor interessiert mich gar nicht so sonderlich. Es ist eher die Frage, ob die Mauer gefallen ist. Sag mal was. Wegen der Grenze. Ich habe den ganzen Papierkram hier sortiert. Du sollst dir keine Sorgen machen. Sorg nur dafür,
Dass wir gut über die Grenze kommen. Ja, wenn du mal direkt mit mir reden könntest, dann führe ich auch nicht ständig in Mauern, weil ich deinen Text lesen muss. Herr Meister, fahren wir nicht gerade voll in die falsche Richtung? Ich habe schon wieder eine Motor gehört. Da war ein anderes Auto. Noch ein anderes. Und das waren Westautos, oder? Da ist der Ort. Oh Gott. Wir sollten direkt zum Motel fahren und einen Raum für die Nacht besorgen. Das klingt tatsächlich nach einem Plan, denn es wird echt dunkel und ich habe den Lichtschalter noch nicht gefunden. Wir fahren morgen in die Tschechische Republik rüber. Warte mal, wo ist denn hier? Ich halte hier kurz an. Ich will jetzt wissen, wo der Lichtschalter ist. Es geht so nicht weiter. Das muss doch der Lichtschalter sein. Nee, das ist Scheibenwischanlage. Das Licht ist hier. Ich habe keinen Lichtschalter in meinem Leica. Oh Gott, das Licht. Das Lied. Ich liebe meinen Leica. Das klingt ein bisschen nach Kraftwerk. Gut, hier kommt der Ort. Ich genieße es einfach mal, das Lied. Wo ist denn hier das Motel? Ist das schon hier? Oh, da ist eine Ampel rot. Es regnet in Strömen, mein Motor qualmt. Ich finde den Lichtschalter nicht, geschweige denn das Motel. Und mein Beifahrer schweigt sich aus. Was ist das? Outer Shop? Oh, hier ist ein Shop. Ist was? Ich fragte mal, warum mein Auto qualmt. Es tut mir leid, aber ich muss die tolle Musik abstellen. Die kommt bestimmt nochmal. So. Nein, ich will aussteigen und nicht ein Stück vorfahren. Wie darf ich denn jetzt? Kriegst die Tür nicht zu. Ich darf die Tür öffnen, aber ich darf nicht aussteigen. Okay, ich darf erst am Motel aussteigen. Dann machen wir die Musik aber auch. Dann schalten wir die Musik auch wieder an. Denn ich liebe meinen Leica. Habe ich mich jetzt festgefahren? Nicht ernsthaft. Ich habe Wagenheber, aber ich darf nicht aussteigen. Sind wir besser, wenn beide Türen offen sind? Ah ja, oh Gott, ich habe mich losgefahren. Gott sei Dank. Das ist schlecht, wir sitzen jetzt fest, ey. Oh, ich muss echt vorsichtiger fahren. Wie im echten Leben, sagt Felix. Das ist nett. Gott, das Ding fährt aber auch bescheiden. Ich muss auch zugeben, ich habe wirklich im Leben keinen Leica. Dabei liebe ich meinen Leica. ...1990? Ja, da gab's mein Auto schon. Da ist das Motel! Park draußen! Oh Mann, ich wollte reinfahren! Hier, guck mal, hier können wir schön parken. Schön im Licht. Auf zwei Parkplätzen. So. Musik aus. Willst du noch eine rauchen? Soll ich Zigarettenanzünder nochmal anstellen? Okay, gut. Lass uns einchecken. Einchecken, sagt man hier. Auch nicht erwartet. Oh, jetzt darf ich aussteigen. Ja, das Notausgang zeigt, wenn ich aus meinem Leica steige. Das ist ja passend. Ich schließe ihn jetzt mal nicht ab. Vielleicht haben wir ja Glück und er wird geklaut. So, unser Kompagnon hier ist ein großer Freund des Moonwalk und ich kann ihn auch nicht schieben. Aber er kriegt es langsam hin, oder? Rutscht er langsam zur Seite? Ja, es darf gehofft werden. Den Teil muss ich vorspulen. Guck mal, wieder. Yay, es ist ein langer Weg um das Auto herum. Ist ja schließlich unser Leica. Dann wollen wir mal einchecken hier. Sehr grüß, Genosse. Willkommen. Werden Sie über Nacht bleiben? Nee, nur 2 Stunden. Ich bin hier mit dem alten Mann. Wieso? Bitte urteilen Sie nicht zu schnell über ihn. Er ist ein bisschen zurückgeblieben. Jetzt komm hier rein.
Es regnet. Dein Auto läuft toll, du kannst stolz sein, du darfst jetzt reinkommen. Ja, wir möchten über Nacht bleiben, bitte. 20 für den Zimmer. Ich hätte gern Währungsangabe. Dollar könnte noch was wert sein. Telefon. Das kann ich hier die Papiere begrabbeln oder was soll das? 20 für das Zimmer. Ich glaube, ich habe kein Geld. Oh, eine Zeitung. Neues Berliner Alkohol. Fuck. Wieso muss ich im Kreis drehen und ganz überschrift? Das ist doch gemacht. Hier, lies mal das. Alkoholfabrik brennt nieder in Tschechoslowakei. Du willst da hinfahren? Ich habe kein Geld. Komm mal mit rein. Hallo? Haben Sie das gelesen? 20 für das Zimmer. Ich weiß, aber ich wollte mit Zeitung zahlen. Geht das nicht? Mit dem Neues Berliner? Ich habe auch einen super Becher. Für ein Zimmer pro Nacht. Willst du über Nacht draußen bleiben? Dann gehe ich einfach so und wie heißt das nochmal? Zeche prellen, genau. 1a, das klingt nach unserem Zimmer. Oh, da wohnt schon jemand. B genauso. Was ist hier? So, ich glaube, ich muss wirklich erst zahlen, bevor ich... Wer ist das? Hauptsache roter Teppich. Viele Familienfotos mit unkenntlich gemachten Gesichtern. Die sind alle aus der Bildzeitung ausgeschnitten. Ich kann überall nur anklopfen. Ich finde, wir müssen irgendwie unseren Begleiter dazu bringen, zu bezahlen. Ansonsten... Ruft er noch die Stasi hier? Das ist nicht witzig. Das ist wirklich nicht witzig, aber... Nicht, dass der die Polizei ruft. Hallo? Das sind 20 für die Nacht. Ja, ich möchte sie sogar... Ich möchte dir wirklich gerne Geld geben. Gute Frau, wirklich. Aber ich habe nur diese Zeitung. Und einen verwirrten alten Mann draußen. Aber haben wir noch Geld im Handschuhfach? Haben wir noch Geld im Auto? Wasser, Benzin, Werkzeugkasten. Was ist das? Was ist das? Das ist mein Pass. Vielleicht ist da Geld mit drin. Gute Frau, ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Hallo wieder. Wir sind 20 für Nacht, ich weiß. Moment, jetzt habe ich meine Papiere verloren. Nicht ernsthaft, oder? Sind jetzt meine Papiere. Sind jetzt nochmal im Auto, oder? Oh, ach, mit Shift kann ich mich ducken, das ist gut zu wissen. Ach gut, meine Papiere sind nochmal im Auto. Ach, die fliegen immer sofort zurück ins Auto. Oh, hier ist mein Portemonnaie. Ich habe mein Portemonnaie gefunden und ich sehe einen 100-Schein. Jetzt einfach mal von 100. Was war die Währung in der DDR? Was die DDR mag? Republik mag? Es sind 20. Warte, mir steht 20 für ein Zimmer. Nein, es war nicht Reichsmark. So, hier, da ist mein Geld. Oh, ist mein Geld wieder im Auto, ne? Gott, so blöd hat sich noch kein Kunde angestellt, ich sag's euch. Gleich in meinem Hotelzimmer liege, dann mache ich drei Leica-Logos. Drei Kreuze. So. Aber ich kann sie doch bestimmt mit dem Portemonnaie anklicken. Frauen kann man immer mit dem Portemonnaie anklicken. So funktionieren Frauen, oder nicht? Was soll das heißen? Vieles. 20 für das Zimmer. Ah ja, ja doch, 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 sie nimmt den Honi. Ah, jetzt habe ich einen 80er-Schein. Sie hat den einfach klein geschrieben. Zimmer 1a, direkt den Gang runter. Oh, das ist super. Wir bitten Sie freundlich darum, nicht die anderen Gäste zu stören während Ihres Aufenthalts. Ich werde in dem Zimmer sein, falls Sie mich brauchen. Oh. Habt
jetzt ist ab 18 die Folge. Gut, der alte Mann ist draußen, der ist da glücklich. Wir schmeißen unser Portemonnaie wieder weg, das Lied landet automatisch im Auto, das ist immer super. Das bräuchte ich mir. Wieso muss ich bei 1A anklopfen? Moment mal. Hätte ich mir nicht den Schlüssel geben müssen. Hallo? Ja. Achso. Danke. Ich bin der Idiot. So, 1A. Oh, großartig. Schlüssel. Tür. Türgriff. Den Schlüssel lassen wir von außen stecken. Wir können ja allen trauen. Wir sind ja der Deutschen Demokratischen Republik. So, gehen wir jetzt noch auf Toilette oder wie sieht das aus? Oh. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, wir nennen die ganze Sache einfach einen Tag. 1010. Gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Thank you.